Einen schönen guten Tag, sehr verehrtes Publikum hier zur nächsten Episode vom Post Cycling Manager 2014. Wir sind jetzt vor dem nächsten Saison, Höhepunkt wird zu viel gesagt, aber vor dem nächsten Sponsoren-Highlight, und zwar der Depanne-Rundfahrt. Diese geht 4 Etappen lang, ihr seht eine hügelige, eine flache, noch eine flache und ein Zeitfahren. Und das Ganze werde ich jetzt fahren, allerdings nicht mit Live-Kommentar, sondern ich werde euch das Ganze zusammenfassen. Also wünsche ich euch schon mal viel Spaß dabei. Jo, und da sind wir auch schon in der Depanne-Rundfahrt. Erste Etappe von, ihr seht es ja oben. Wir haben einen Kader dabei mit Ziolek, mit Debesay, mit Van Rensburg, mit Riguigui, mit Van Ziel und mit noch ein Fahrer, der mir jetzt gerade nicht einfallen will. Egal. Wir haben die erste Etappe gefahren. Der Depanne-Rundfahrt. Eine kleine Ausreißergruppe war vorne von 5 Mann, zu der auch Martin Wesemann am Anfang gehört hat. Den haben wir allerdings zurückbeordert aus flaschenhohltechnischen Gründen. Es ging über Hügel, es ging über Kopfsteinpflaster und Gerald Ziolek versuchte 5 Kilometer vor dem Ziel eine Attacke an einem Kopfsteinpflasterhügel. Der einzige, der folgen konnte, das war Luca Paolini. Der hat das sehr gut gemacht. Aus der Ausreißergruppe konnten sich ein paar wenige retten bis kurz vors Ziel. Unter anderem Martin Tialinghi aus der Belkin-Mannschaft. Es würde schwer werden, diese noch einzuholen. Dann die Schlussmeter. Paolini kann vorbeiziehen an Ziolek. Hat auf dem Kopfsteinpflasterhügel einfach die besseren Beine und gewinnt vor Tialinghi, der auf den letzten Metern noch abgefangen wird. Und Gerald Ziolek bleibt das Nachsehen. Er wird nur Dritter. Das die erste Etappe gewesen. Wir springen gleich weiter zur zweiten in dieser kurzen Zusammenfassung der Depanne-Rundfahrt. Dort waren wir mit Debesay in einer Spitzengruppe. 3 Mann groß war diese. Und natürlich ging es weiterhin um das Ziel Etappensieg. Entweder mit Debesay oder natürlich mit Gerald Ziolek. Und da die Ausreißer eingeholt wurden, dann der Sprint. Riguigui fuhr den Sprint an für Ziolek. Vigano war das noch von der Caja Rural-Mannschaft, der sich da dazwischen drängelte. Ziolek müsste jetzt eigentlich rauskommen, schafft es aber nicht, weil er eingebaut ist, ist dort blockiert. Und so kann Paolini den Sprint eröffnen. Paolini, der Mann im gelben Trikot, bleibt vorne und gewinnt auch die zweite Etappe. Luca Paolini mit einer gewissen Souveränität, das muss man ihm schon lassen. Ziolek wird immerhin noch Siebter, aber war natürlich extrem ärgerlich. Da wäre mehr drin gewesen. Dann springen wir weiter zur dritten Etappe. Dort gab es eine relativ große Ausreißergruppe von 8 Fahrern. Hier sehen wir sie kurz. Keine großen Namen mit dabei. Und diese wurden dann eingeholt. Und dann gab es die Sprintvorbereitung. Debesay machte das Tempo. Riguigui dahinter. Der eröffnete dann auch den Sprint und Gerald Ziolek an dessen Hinterrad. Die 8 Mann werden hier gerade eingeholt in diesem Moment. Eine heikle Situation, die sie allerdings gut gelöst hatten. Riguigui und Ziolek. Debesay lässt sich zurückfallen, kann er auch machen. Und Ziolek eröffnet den Sprint 1,7 Kilometer vor dem Ziel. Vielleicht etwas früh, aber wo bleibt die Konkurrenz? Ziolek hat bereits schon einen richtig großen Vorsprung und da kommt keiner mehr. Und das ist uneinholbar durch diesen Antritt. Und die gute Vorbereitung, natürlich auch von Debesay und Riguigui, kann sich Gerald Ziolek den nächsten Saisonsieg holen. Müsste jetzt der 8. sein, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ziolek gewinnt also auf der dritten Etappe vor De Backer und Gerd Stegmanns, der hier etwas anders heißt. Hier sieht man nochmal, wie groß dieser Vorsprung war. Praktisch ein Solosieg, wenn man so möchte. Und hier die wohlverdiente Siegerehrung für Gerald Ziolek. Luca Paolini allerdings auch heute wieder 8. gewesen. Also ein richtig starkes Rennen vom Italiener bislang. Und als letztes wartete dann nur noch das Einzelzeitfahren. Riguigui der 12. in der Gesamtwertung, mit dem sind wir gefahren. Und natürlich auch mit Gerald Ziolek, der stellvertretend für Paolini das Sprinttrikot trug. Paolini ja in Gelb unterwegs. Und die Frage war, kann Gerald Ziolek den Platz bestätigen? Erstmal ging die Etappe an Tyler Finney, dem Mann von BMC.
Und in der Gesamtwertung führt nun überraschend Martin Tierlingi vor Gerald Ziolek und dritter Luca Paolini. Also ein toller Erfolg für Ziolek. Rigulgui kann seinen 12. Platz in der Gesamtwertung allerdings nicht halten. Er fiel weit zurück. Zweiter, also Ziolek Rigulgui, immerhin noch 23. geworden. Und das war es soweit von der Depane-Rundfahrt. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen, auch wenn sie natürlich stark gekürzt war und stark zusammengefasst war. Die nächsten Rennen müssen wir mal gucken, werden bestimmt auch wieder länger werden. Es kommt halt immer darauf an, ob die Rennen denn interessant sind oder nicht. Hier sehen wir noch die Preisgelder, die wir eingefahren haben. Das war besonders bei der Depane-Rundfahrt sehr, sehr viel. Und ein kleines Detail habe ich noch gemacht. Ich habe nämlich mal unseren Scout, den wir neu eingestellt haben, auch mal wohin geschickt. Denn ansonsten bringt das ja nichts, wenn der nirgendwo sucht. Ne? Ja. Und das war's dann auch schon von dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Bis dann.